Ein Animationsvideo in PowerPoint entsteht in folgenden Arbeitsschritten: Erstellen eines Drehbuches, Aufnehmen einer Audiodatei mit dem erklärenden Text, Sammeln und Erstellen von grafischem Material aus externen Quellen, Anlegen der PowerPoint-Präsentation, Import von Bildern und Audio in die PowerPoint-Präsentation auf die einzelnen Folien, bei Bedarf Erstellen von grafischen Elementen in PowerPoint, die Animation der Elemente passend zum Ton und zum Schluss der Export der Präsentation als Video. Erstellt ein Drehbuch mit dem erklärenden Text zu eurem Thema, den ihr später als Ton aufnehmen werdet. Unterteilt den Inhalt eures Themas in logische Abschnitte, um ihn sinnvoll auf die verschiedenen Folien zu verteilen. Achtet dabei auf einfache, verständliche Sprache und sinnvolle Satzeinheiten, denn die Filme sollen vor allem von Studienanfängern verstanden werden. Das Erstellen des Drehbuchs ist ein eigenständiges Thema. In diesem Video soll es um die filmische Umsetzung mit PowerPoint gehen. Sprecht den Text aus eurem Drehbuch ein und schneidet für jede Folie eine eigene Tondatei im Format .mp3 oder .wav zu. Gut geeignet ist dafür das Programm Audacity. Bei der Tonaufnahme achtet darauf, dass ihr keinen Hall oder Hintergrundgeräusche habt. Eine Sofaumgebung oder viele Kissen sind sehr hilfreich für die Tonqualität. Dadurch ist die Nachbearbeitung viel unaufwendiger. Eure externen grafischen Komponenten können aus Quellen wie dem Internet und Grafikprogrammen wie AutoCAD stammen. Bei externen Quellen achtet auf das Copyright. Am besten ist es, Zeichnungen oder Bildaufnahmen nochmals selbstständig zu erstellen und bei Bildmaterial auf jeden Fall die Quelle anzugeben. Wichtig ist, dass zum Import in PowerPoint nur die Bildformate JPEG und PNG genutzt werden können. Die Möglichkeiten, Grafiken und Diagramme direkt in PowerPoint zu bauen, sind sehr vielseitig und für die spätere Animation noch besser geeignet als externe Bilder und Grafiken. Beim Anlegen der PowerPoint-Präsentation habt ihr gestalterisch alle Freiheiten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Bildformat bei 16:9 Breitbild liegt. Nachdem ihr eine Folie angelegt habt, werden die externen Grafikelemente und die Audiodatei importiert. Grafikelemente werden unter Einfügen, Bild aus Datei, ausgewählt und dann eingefügt. Audiodateien werden unter Einfügen, Audio aus Datei, ausgewählt und eingefügt. Für die Audiodateien ist zu beachten, dass folgende Einstellungen vorgenommen werden. Bei ausgewählter Tondatei unter Wiedergabe. Start automatisch. Bei Präsentation ausblenden. Unter Animation. Animationsbereich. Wichtig ist, die Audiodatei muss im Animationsbereich immer ganz oben stehen. Es besteht die Möglichkeit, in PowerPoint grafische Elemente zu bauen. Zu finden ist eine Vielzahl von Formen und Pfeilen unter Einfügen, Formen. Unter Formformat, Formatbereich können alle Formen freigestaltet werden. Hier lassen sich zum Beispiel die Füllfarbe, Transparenz und auch Konturfarbe und Konturbreite verändern. Genauso frei kann man die Pfade aller Formen verändern. Unter Formformat, Punkte bearbeiten, lassen sich alle Ankerpunkte und Pfade anpassen. Sollen verschiedene Formen dauerhaft eine Einheit bilden, um sie einfacher zu animieren, können sie gruppiert werden.
Neben der Möglichkeit, Diagramme und SmartArt einzufügen, kann man unter Einfügen Textfeld beliebigen Text einfügen. Im Bereich Formformat anordnen können Formen zueinander angeordnet werden, um sie genauer auszurichten. Um die Elemente der Folie zu animieren, wird unter Animation der Animationsbereich geöffnet. Alle Elemente sollten chronologisch im Zusammenhang mit dem Ton von Anfang nach Ende bearbeitet werden, da alle Animationen zusammenhängen und aufeinander aufbauen. Jetzt kann jedes Element individuell animiert werden. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Man kann es verschwinden lassen, es erscheinen lassen, es hervorheben oder es bewegen. Im ersten Schritt werden alle Elemente ausgewählt, die beim Erscheinen der Folie nicht sichtbar sein sollen. Unter Ausgangseffekte wird Verschwinden gewählt. Um ein Element erscheinen zu lassen, muss das Element als erstes neu ausgewählt werden. Dann wird ein Effekt aus dem Bereich Erscheinen gewählt. Je nachdem, welches Element als nächstes auftauchen soll, wird es angewählt und mit seinem Effekt belegt. Und so geht es in der richtigen Reihenfolge weiter, bis alle Elemente mit einem Effekt zum Erscheinen belegt sind. Um ein Element auf der Folie zu verschieben, wird es angewählt und unter Fahrtanimation der gewünschte Bewegungspfad gewählt. Nun hat man die Möglichkeit, den Fahrtverlauf frei zu variieren. Ein Element kann durch unterschiedliche Animationen hervorgehoben werden. Dazu wird das entsprechende Element ausgewählt und mit einer der hervorhebenden Animationen versehen. Sind alle Animationen der Folie fertiggestellt und in die richtige Reihenfolge gebracht, wird unter Start mit Vorherigem eingestellt. Diese Einstellung macht die zeitliche Staffelung der Elemente etwas komplizierter, ist jedoch notwendig, um ein durchgängiges Video mit Ton in PowerPoint zu erstellen. Um das Erscheinen der Elemente zeitlich zu staffeln, muss eine Verzögerung der Animation eingestellt werden. Blieben jetzt alle Einstellungen unverändert, würden alle Animationen gleichzeitig zu Beginn der Folie am Zeitpunkt 0 starten. Um das zu verhindern, muss im Bereich Anzeigedauer, Verzögerung, eine entsprechende Verzögerung für jede Animation eingestellt werden. Da wir für jede Animation vom Zeitpunkt 0 ausgehen, muss auch die Zeit der Verzögerung entsprechend berechnet werden. Hier als Beispiel. Form 1 soll als erstes auf der Folie zu sehen sein. Sie bekommt eine Verzögerung von einer Sekunde. Die gruppierten Formen sollen eine Sekunde nach Form 1 auftauchen und bekommen eine Verzögerung von 2 Sekunden. Der Pfeil soll wiederum eine Sekunde nach den zweiten Formen auftauchen und erhält eine Verzögerung von 3 Sekunden. Gleichzeitig soll die Bewegung der ersten Form passieren und sie bekommt auch eine Verzögerung von 3 Sekunden. Nach Ablauf der zweisekündigen Bewegung findet die Farbveränderung statt, dann mit einer Verzögerung von 5 Sekunden. Auch die Dauer einer Animation lässt sich bestimmen. Es ist hilfreich, auf den Typecode des Tons im Hintergrund zu achten, um die Verzögerung genau auf den gesprochenen Text abzustimmen. Animationen können auch im Nachhinein wieder verändert und mit einem anderen Effekt belegt werden. Um den Ablauf der Effekte noch weiter zu gestalten, gibt es unter Effektoptionen verschiedene Möglichkeiten, den Effekt anzupassen.
Damit die Folien der Präsentation von alleine wie ein Video durchlaufen, müssen unter Übergänge folgende Einstellungen vorgenommen werden. Als erstes wird die Länge der Tondatei von Folie 1 überprüft, um festzustellen, nach wie vielen Sekunden die Folie 1 automatisch zur nächsten Folie wechseln soll. Hier sind es etwa 7 Sekunden. Jetzt muss die folgende Folie, hier Folie 2, gewählt werden und unter Nächste Folie nach die Länge der Tondatei von Folie 1, also 7 Sekunden, eingestellt werden. Es gilt also die Regel, unter Nächste Folie nach wird immer die Länge der Tondatei der vorhergehenden Folie eingestellt. Unter Sound vorherigen Sound anhalten auswählen für alle Folien. Es gibt viele verschiedene Übergänge zur Auswahl. Auf Bildschirmpräsentationen von Beginn an könnt ihr am Ende noch einmal überprüfen, ob das Video fehlerfrei durchläuft. Wenn alle Folien fertig animiert sind, kann die Präsentation als Video exportiert werden. Dafür unter Datei, Exportieren, Video erstellen. Achtet darauf, dass die hier angegebenen Einstellungen vorgenommen sind und klickt auf Video erstellen. Jetzt könnt ihr die Datei benennen und das Video als MP4-Datei erstellen. Das Ergebnis ist ein in PowerPoint animiertes MP4-Video.